Es gibt seit einigen Jahren in Krefeld ja ein größeres Engagement für die Fantastik, auch über die Lesereihe in Burglin, die Verwunschene Nächte. Und Krefeld ist halt über diese Aktion in den letzten 3-4 Jahren ein Name im Bereich der fantastischen Literatur in Deutschland geworden. Also die Stadt wird wahrgenommen und es ist folgerichtig, dann auch einen Preis zu stiften, weil man hat da schon etwas geschaffen, auf dem man jetzt weiter aufbaut. Und ich bin sehr gespannt, wohin es noch geht. Gerade mit der wunderschönen Location von Burglin, einen so schönen Ort für Lesungen, den hat man nicht so oft. Und Krefeld sollte da einfach mit den Funden, die da sind, auch wuchern und diese Position weiter ausbauen, weil wie gesagt, es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal für diese Stadt. In dieser Form gibt es das in der ganzen Bundesrepublik kein zweites Mal. Es bedeutet mir viel, in diese Szene etwas zurückzugeben, weil ich bin mir mein ganzes Arbeitsleben lang bewusst gewesen, was für ein Glück ich hatte. Auf die Art, wie ich hineingekommen bin, dass ich quasi sofort gefördert wurde, dass Erholbein die ersten Schwellen für mich überwunden hat, ich diese Kämpfe selber nie austragen musste. Und 10 Jahre später habe ich das Glück und schreibe einen Bestseller und danach ändert sich mein Leben. Und ich bin jetzt seit 19 Jahren Bestseller-Autor, aber es war Glück. Vor langer Zeit habe ich Wolfgang als Journalist besucht, es müssen jetzt etwa 30 Jahre her sein, und ihn am Ende gefragt, ob er vielleicht 5 Minuten Zeit hätte. Ich hätte eine Idee für einen Roman. So nach etwa einer halben Stunde musste ich zum ersten Mal Luft holen. Die Gelegenheit hat Herr Holbein genutzt, um zu sagen, Hen, das hört sich ja alles nett an. Ich habe nächste Woche einen Termin im Lübbe Verlag, im Fantasy-Lektorat. Was halten Sie davon? Ich nehme Sie einfach mal mit, stelle Sie dem Lektor vor und dann erzählen Sie dem, was Sie mir gerade erzählt haben und dann schauen wir, was passiert. Das hat er wirklich gemacht. Der kannte mich gar nicht. Also wir sind uns zum ersten Mal begegnet und man muss wissen, also bis zu einem Lektor im Verlag tatsächlich vorzudringen als Jungautor, der noch nie ein Buch geschrieben hat, das ist eine Riesenschwelle. Es hat angefangen 2002, als der erste Herr-der-Ringe-Film von Peter Jackson ins Kino kam. Der Heine Verlag hat damals das Buch Die Orks rausgebracht. Eigentlich eine Trilogie aus England. Man hat auch den Namen geändert und alle 3 Bände in ein dickes Buch gepackt und war dann total überrascht, wie gut sich dieses Buch verkaufte. Der Kollege Markus Heitz hat dann relativ schnell reagiert und denen den Stoff Die Zwerge angeboten. Und als das alles schon in der Mache war und ich davon gehört habe, dachte ich mir, die Orks, die Zwerge, da fehlt jetzt die Elfen. Ich habe ein Exposé zu einem Elfenroman geschrieben und das dem Verlag eingereicht und sofort als Kommentar bekommen, Helen, Sie glauben aber jetzt nicht, dass Sie der Erste sind, der diese Idee hat. Wir haben ja schon einen ganzen Stapel Elfen-Exposés. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt und einen anderen Buchvertrag unterschrieben gehabt und saß mitten in einem anderen Buch, als kurz vor Weihnachten dann von Heine der Anruf kam, dass sie sich doch entschieden haben, die Elfen haben zu wollen. Und ihre Vorstellungen wären, dass das so ein Buch von mindestens 700 Seiten werden sollte. Und die würden es gerne rausbringen im nächsten Jahr im Oktober zur Buchmesse in Frankfurt. Also ich hatte gesagt, wir hatten Dezember, als dieser Anruf kam. Das heißt, allerspäteste Abgabe wäre Anfang Juli und das sei doch sicher kein Problem. Habe ich natürlich gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann mit dem Kollegen Sullivan telefoniert, der mitten im Examen war und eigentlich auch keine Zeit hat. Und dann haben wir begonnen, die Elfen zu schreiben. Ich kenne viele Leute, die davon träumen, mal in ihrem Leben ein Buch zu schreiben, das gut zu machen und dann vielleicht ein Bestseller-Autor zu werden. Oder ganz viele sind aber auch nur damit zufrieden, das gedruckt in Händen zu halten, es geschafft zu haben. Und diesen Traum lebe ich seit fast 30 Jahren jeden Tag. Ein solcher Preis ist einfach eine wunderbare Art und Weise, gute Arbeit zu fördern, die am Markt vielleicht noch nicht als so gut, wie sie ist, erkannt wurde. Und das in dieser Form fördern zu dürfen, mit der Unterstützung der Stadt Krefeld, bedeutet mir sehr viel. Diese 10.000 Euro bedeuten für einen Autor, der anfängt und nicht so riesige Ansprüche hat,
mindestens ein halbes Jahr Freiheit zu schreiben, zu arbeiten, das zu machen, wofür er eben brennt. Das Buch zu schreiben, das unbedingt raus muss, das er immer schon mal schreiben wollte, das vielleicht auch nicht so ganz in den Mainstream gerade passt, das schwierig zu verkaufen ist, aber das sein Buch ist.